So, Freunde, wir sind back. Kölle. Karriere. Ich weiß gar nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ich weiß nicht, habt ihr das schon gesehen jetzt, was ich hier euch zeigen will? Habt ihr das gesehen? Bittenkurt haben wir gekauft. Das habe ich euch gezeigt. Habe ich das euch gezeigt? Ich weiß es nicht. Da haben wir noch, Peters sind wir irgendwie dran, den auszuleihen. Keine Ahnung, was ihr gesehen habt. Ja, ich weiß nur noch, dass ich im Loch bin oder war bin, wie auch immer. Wegen dem guten Timo. Der Timo, der macht einen 31er und will weg. Bittenkurt, hatte ich euch Bittenkurt gezeigt? Ich weiß echt nicht, Digga. Ich weiß echt nicht. So, da wollen wir doch mal rein jetzt hier gegen Gladbach. Ich kann euch gar nicht sagen, ob wir gleiche Dings spielen, Aufstellung, aber geändert haben wir glaube ich nichts. Also ich habe jetzt nichts geändert, ich. Ja, keine Ahnung. Oder habe ich doch was? Doch, doch, habe ich, oder? Ich habe diesen Cabral für Thielmann. Weil ich letztes Mal ja so im Rage war wegen Thielmann. Ja, den habe ich jetzt drin, aber das war der letztes Game nicht auch schon. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben war. Ist ein paar Tage wieder her, dass ich aufgenommen habe. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier irgendwie für Timo alles geben. Für Timo Horn. Ja, fuck me, Digga. Es ist doch immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Irgendwie müssen wir uns ja retten. Vom 18. weg, ey. Ja. Ich bin jetzt. Oh, vielleicht. Nein, wir. Nee. Nee. Nee, nicht unser Ronny hier. Nee. Nee. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, kurz. Vor Ende der Saison, wo es um alles geht. Ach du Scheiße, mies umgeknickt oder so. Ach, dann, oder Zimmermann. Selke oder Zimmermann? Selke ist unglücklich. Ach, der ist auch nur zufrieden. Ja komm, wechseln wir ihn an Zimmermann. Den müssen wir pushen jetzt. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht eingespielt. Jetzt erstes Game, Alter. Bei mir ist auch übelst kalt gerade im Zimmer, Digga. Also, Hände sind eiskalt. Ist gar nicht gut fürs Zocken, mit eiskalten Händen zu zocken. Zimmermann, auf geht's, Digga. Yes, Digga, der Tempo. Zimmermann. Ja, am Schießen. Schuss müssen wir noch ein bisschen rumfeilen. Der ist noch nicht optimal genug. Das ist Benita. Da wartet Zimmermann. Kommt nicht an, Elfmeter vor uns. Wichtig. Den gönnen wir auch direkt mal Zimmermann, glaube ich. Der das da verdient, mal hier ein Tor zu machen. Hector natürlich auch. Oder sollen wir Hector gönnen, weil er immer so gegen uns stichelt? Nee, weil er gegen uns stichelt, gönnen wir ihm den nicht. Der soll mal aufhören, gegen uns zu sticheln hier. Geht wahrscheinlich eh nicht rein. Boah, doch, Zimmermann. Wichtig und richtig, gönne ich ihm auf jeden Fall richtig krass. Zimmermann wirklich absolut geisteskrank gepusht. Und ich weiß immer noch nicht, woher der ist. Ob der aus der Jugendmannschaft ist oder ob ich den von einem Scout habe. Also nicht Jugendmannschaftsscout, sondern so allgemein, der überall unterwegs ist. Stimmt, das habe ich. Ich habe einen 5-Sterne-Scout, oder was ist das maximal? 4, 5 Sterne. Scout angeheuert, der war absolut teuer. Für 9 Monate. Franzosen, der sich in England mal umschaut. In England
sind ja auch ein paar Talente da oben. Cabral! Deswegen den besten französischen Scout hier mal angeheuert. 5 Sterne. Kostet irgendwie keine Ahnung wie viel in 9 Monaten. Aber vielleicht holt er uns da mal die richtigen Talente hier mit ins Boot rein. Ne? Können wir auf jeden Fall was gebrauchen. Können wir dann ein paar Ausleihen und so, ein paar Kurzleihen, so ein Jahresleihe und dann, Fuck, Digga, ich habe eigentlich schon vorher. So, können wir die pushen durch die Leihe? Oder werden die überhaupt gepusht? Ich sage immer, jo, können wir ausleihen, werden gepusht im anderen Verein, weil die das Spielzeug bekommen. Ist das in FIFA möglich, dass sie gepusht werden? Wenn ich die ausleihe? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich ist das nicht mal so, dass die dann gepusht werden und Spielzeit bekommen in Real Life oder so. Wahrscheinlich ist das gar nicht so. Und diesen Cabral, da ist irgendwie keine Verbindung so. Er ist gut, aber irgendwie so zu Thielmann, weil er wahrscheinlich auch in Real Life bei Köln ist, habe ich so eine richtige Verbindung irgendwie zu Thielmann. Und er ist einfach so, er ist einfach da, so ein Franzose, den ich immer geholt habe, so. Ja. Und jetzt, wo ich Bayern sehe, wollte ich nochmal einen möglichen Torwartwechsel ankündigen, falls Timo Horn wirklich aufhört bei uns. Ist zwar auch schon ein älterer Torwart, aber ich mag Sven Ulreich ultra gerne, auch in Real Life so. Dachte ich, vielleicht können wir nochmal hier Sven Ulreich einkaufen, ein bisschen shoppen gehen hier, Ulreich. Ist zwar auch nicht mehr der Jüngste. Ja, das ist jetzt freche Abseitsposition. Das war auch nicht mehr der Jüngste. Aber ich mag ihn einfach. Und ja. Deswegen steht Ulreich auf meiner Liste. Der Torhüter, die ich mal anfragen werde. Bis jetzt steht nur Ulreich drauf, deswegen ist es. Nein! Oh mein Gott, Horn. Deswegen ist er. Ja, ist es einfach. Sven Ulreich. Keine Ahnung, wie alt er ist, auch schon über 30. Wahrscheinlich hole ich den dann für irgendwie ein Halbjahr oder so und dann. Jo, ich möchte meine Karriere beenden, ne? Sehr's. Könnte passieren. Aber ja, wie gesagt, Sven Ulreich. Mag ich extrem gerne. Finde ich auch schade für ihn in Real Life, dass der. Ja, Neuer ist ja jetzt verletzt irgendwie. Anstatt dass Bayern dann Ulreich mal ins Tor stellt oder so. Ne, kaufen die jetzt einfach irgendwie einen Jan Sommer oder so. Also das ist wirklich ein Trümmerbruch. Ja, eine Saison, das ist schon, glaube ich, auch ein, zwei, drei Jahre her. Da war Neuer auch irgendwie verletzt. Musste Ulreich dann auch ran. Und ich fand den da gar nicht schlecht. Also die ersten paar Games musste er erstmal reinkommen. Da war nicht so optimal. Aber als er dann drin war, super Torwart. Super Torwart, wirklich. Und keine Ahnung, wie viele Jahre der jetzt schon bei Bayern ist. Deswegen, ja, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass er jetzt einfach so von Jan Sommer ersetzt wird. Digga. Benita. Ah, wusste ich, dass er nicht durchkommt. Aber da ist Adami. Gut, dass der nicht durchgekommen ist. Gut, dass der nicht durchgekommen ist. Wichtig und richtig. Ey, vielleicht sollte ich öfter mal ein bisschen mehr labern hier. Da läuft's irgendwie, da läuft's auf einmal. Es läuft. Gegen Gladbach kann man mitnehmen. Kann man mal mitnehmen. Die hatten irgendwie, waren ja auch so im Mittelfeld oder weit oben sogar. 40 Punkte plus hatten die, glaube ich, auch. Also das, nehme ich doch gerne hier mit. Ey, bitte. Wollte ich gerade sagen, da nehme ich doch gerne die 3 Punkte mit. Aber das ist ja schon wieder lächerlich. Er hat einfach nur Körper reingestellt. Guckt euch das an. Ja, okay, Digga. Timo Horn. Du musst jetzt wieder. Du musst. Er schießt eh nach rechts. Ich wusste es. Das ist so ein Witz. Er stellt einfach nur Körper rein. Wirklich, Kilian war das, glaube ich. Er stellt einfach nur Körper rein. Und er lässt sich einfach fallen. Das ist so lächerlich, Digga. Aber egal, wir hatten auch Elfmeter. Passt also.
Zimmermann, Digga, da sollte der gar nicht hin, der sollte eigentlich auf da, da mir an den Pass, deswegen hab ich direkt geschossen, weil ich nicht damit gerechnet habe. Dortmund führt, das ist wichtig, weil Leipzig darf nicht Meister werden hier. Dortmund hat mich zwar übelst getriggert, die letzten Games hier. Aber Hauptsache Leipzig gewinnt hier nicht das Ding. Weil Bayern ist, glaube ich, schon raus. Die sind ja irgendwie Dritter, Vierter oder noch niedriger in der Tabelle. Oh, Digga, was? Cabral. Ach, fuck. Oh, da ist Zimmermann. Digga, das könnte es sein. Da oben ist keins. Zimmermann, fuck, ist der Ball. Es ist noch heiß, noch heiß, noch heiß, noch heiß. Nicht mehr heiß. Ey, Zimmermann vergisst einfach den Ball. Das hätte es werden müssen. Nee. Stark gemacht, Horn. Jannes Horn. Oh, stark. Fehlt bisschen so die Physis, bisschen Körper. Bisschen Aggressivität fehlt ja bei Zimmermann noch. Ja, jetzt ein Punkt ist belastend, 2-2 ist belastend. Aber komm, gegen Gladbach hätte es schlimmer kommen können. Schauen wir erstmal auf die Tabelle. Tabelle sagt, Gladbach war Siebter. Achter oder Siebter? Nehme ich. Unentschieden gegen Siebten, Achten? Nehme ich. Ja, ändert natürlich nichts an unserer Situation. 3 Punkte fehlen uns. Auf den 16. und nächstes Spiel gegen Leverkusen. Und Leverkusen ist Zweiter. Bayern Fünfter. Ja, Bayern. Also, falls wir hier gegen Leverkusen irgendwas reißen, wäre natürlich schade. Weil die sind mit Frankfurt Top-Verfolger auf den ersten Platz auf RB Leipzig. Ja, und damit sehen wir uns beim nächsten Game, beim nächsten Video gegen Leverkusen. Haut rein und tschüss.